Hallo und herzlich willkommen zu Kellys Backwelt. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute möchte ich einen sehr saftigen Rührkuchen mit Schokostückchen backen. Es ist ein ganz lockerer Kuchen und das Saftige an diesem Kuchen macht der Joghurt, der da drin ist. Und variabel ist auch dieser Teig. Den kann man in einer Kastenform backen oder in einer runden Form und gestalten kann man das dann auch unterschiedlich. Und ja, viel Spaß beim Zuschauen und Nachbacken. Los geht's mit den Zutaten und der Zubereitung. 3 Eier Größe M sollten Raumtemperatur haben. 200 Gramm Zucker. 300 Gramm Naturjoghurt. Ich habe jetzt die mit 3,5% Fett. Der Joghurt sollte auch Raumtemperatur haben. Einfach 30 Minuten vorher aus dem Kühlschrank nehmen. 150 Milliliter Öl. Ich habe hier ein Sonnenblumenöl genommen, weil es geschmacksneutral ist. Ein Päckchen Vanillezucker. 300 Gramm Mehl. Ein Päckchen Backpulver. 50 Gramm geraspelte Schokolade. Da könnt ihr jede Art von Schokolade nehmen. Ich habe zum Beispiel einen Schokohasen genommen. Das kennt ihr sicher auch, dass nach Ostern oder nach Weihnachten immer Schokolade übrig bleibt. Da verwende ich dann die Schokolade, die ja noch gut ist, zum Backen. Nun heize ich den Backofen vor bei Ober-Unterhitze auf 160 Grad. Das Rezept mit den genauen Angaben zum Nachlesen findet ihr wie immer unter diesem Video in der Infobox. Ich nehme heute wieder die Küchenmaschine. Ihr könnt den Teig ebenso gut mit dem Handrührgerät rühren. Ganz wichtig, weil es ein Rührteig ist, verwende ich den Schneebesen. Zuerst gebe ich die Eier, den Zucker, den Joghurt, das Öl und den Vanillezucker in die Rührschüssel. Alle Zutaten werden jetzt zusammen verrührt, so lange, bis sich die Zutaten miteinander verbunden haben. Die trockenen Zutaten miteinander verrühren und ebenfalls in die Rührschüssel geben und weiter rühren. So lange verrühren, bis sich auch hier alle Zutaten miteinander verbunden haben. So sieht der fertige Rührteig aus und zum Schluss kommen noch die Schokoraspeln dazu. Die Schokoraspeln werden nur kurz mit dem Teig verrührt. Den Teig könnt ihr dann in eine Springform geben. Was ihr zu Hause habt, entweder eine Springform mit 28 oder 26 cm Durchmesser, das steht hier hinten drauf. Aber dazu mache ich noch ein extra Video, wie ihr dann den Teig befüllen könnt. Entweder hier in so einer Springform oder mit einem Backring. Dann muss man da Backpapier einschlagen. Wie gesagt, da mache ich ein extra Video. Oder mit einem Backrahmen. Die drei Varianten zeige ich das nächste Mal und wie man dann auch Backpapier einschlägt. Wenn du zu Hause so eine Springform hast,
Dann achte bitte gut darauf, dass zum einen die Form gut zu ist und dann muss es hier eingefettet werden. Also mit dem Pinsel bisschen Butter oder Margarine auftragen, mit Mehl bisschen bestreuen, sodass nichts anhaftet und dann könnt ihr den Teig hier befüllen. Den Teig gebe ich jetzt in den Backrahmen und verteile ihn jetzt schön gleichmäßig da rein. Damit nach dem Backen kein Hügel entsteht, versuche ich, den Teig bis an den Rand zu drücken. So entsteht in der Mitte eine leichte Mulde. Aber beim Backen füllt sich der innere Raum wieder. Und so haben wir hoffentlich einen Teig oder einen Kuchen, der in der Mitte auch gleich ist, eben und keine so eine Kugel oder so ein Berg. Gut. Der Teig kommt nun in den vorgeheizten Backofen bei Ober-Unterhitze auf 160 Grad, circa 45 bis 50 Minuten Backzeit. Da macht er einfach eine Stäbchenprobe und dann sieht er dann, ob der Teig oder der Kuchen fertig ist oder nicht. Je nachdem, wie groß der Backrahmen ist oder die Springform, desto länger oder weniger lang muss der Kuchen gebacken werden. Da ist die Stäbchenprobe hilfreich, weil ihr dann genau wisst, ob der Kuchen gut durch ist oder nicht. Der Rührkuchen ist jetzt fertig, der sehr saftige Rührkuchen. Er duftet auch wirklich lecker. Und jetzt kann man unterschiedlich einsetzen: mit Schokolade überziehen und gestalten oder mit einer einfachen Sahnehaube und vielleicht mit Früchte oder doch mit Schokoladenstreusel und Sahne. Also hier ist der Kreativität freien Lauf gelassen und ich werde den Kuchen auch weiter verwenden. Und zwar werde ich da eine Torte draus machen. Und genau, das ist schon mal die Grundlage. Ja. Natürlich kann man ihn auch genauso essen, wie er aussieht. Einfach ein Stückchen runterschneiden und lecker. Also man muss nicht noch viel dazu machen, weil es sind ja schon Schokoladestückchen drin. Es ist ja was Besonderes. Und je weniger man dazu macht, desto mehr schmeckt man auch vielleicht doch auch der Joghurt, was drin ist. Und das macht es dann so einzigartig und auch saftig. Wir sind am Ende des Videos angekommen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ihr mein Rezept nachbacken wollt, sehr gerne. Ich freue mich immer über eure Bilder und vielleicht mit einer anderen Form, in einer Kastenform und ganz schön dekoriert. Ich würde mich wirklich freuen über eure Kommentare und eure Bilder und Wünsche. Wenn du meine Videos nicht verpassen möchtest, abonniere den Kanal, aktiviere die Glocke, dann wirst du regelmäßig informiert, wenn es wieder neue Rezepte von Kelly gibt. Okay, ich würde mich sehr freuen. Bis zum nächsten Mal, eure Kelly.